Colossians 2, the verse 6. Colossians 2, verse 6. It says, as ye have therefore received Jesus Christ, the Lord, so walk ye in him. Wenn ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Amen. Amen. Who is he talking to? Also zu wem spricht Herr hier? Is this of him? Are ye in Christ? Aus ihm seid ihr in Christus. So it is not your doing. Also es ist nicht dein Tun. It is God's work. Es ist Gottes Wirkung. It is God's operation. Es ist Gottes Funktionieren. So if you are in Christ, also wenn du in Christus bist, then receive Christ Jesus. Dann empfange doch Christus Jesus. Receive him as the Lord. Empfange ihn als deinen Herrn. Amen. Amen. Receive who he is. Empfange sein Wesen. As you. Als dein Wesen. Receive what he possess. Empfange sein Besitz. As belonging to you. Als dein Besitz. Receive where he is. Empfange seine Stellung. As where you are. Als deine Stellung. Receive his life. Empfange sein Leben. As your life. Als dein Leben. This is what Paul is talking here. Aber hierüber, also hierüber spricht Paulus. The word receive in the Greek is paralampano. Nämlich das Wort empfangen heißt paralampano. He says, accept oneself. Nämlich, man nimmt das eine als sich selbst. Associate oneself. Nämlich, man hat Gemeinschaft als, und zwar mit dem einen als sich selbst. Amen. Amen. So what is God saying? Was ist Gottes Aussage hier? He says, yourself. Dein Selbst. Myself. Meine Selbst. Is in the person of Jesus Christ. Beide sind in der Person Jesu Christi. So, paralambano. Also paralambano. Accept, associate yourself in him. Also nehme ihn an, habe Gemeinschaft, habe Freundschaft in ihm mit deiner selbst. Amen. Amen. Hallelujah.